kommen wir anscheinend nicht weiter, müssen wir da oben. Ecke? Nee. Hier ist mit dem. Use eine Fackel nehmen. Ja, aber ich kann auch mein Schwert über in der Hand behalten, rennt dann einfach so weit weg. Endmal eine Fackel in der Hand, wo ist denn das Problem? Ey, wenn jetzt ein Gegner kommt, dass ich extra eine Fackel aussuchen muss, ist doch kacke. Laufen wir ja hintereinander, mein Freund. Der erste läuft rein und dann kannst du immer noch wechseln und dann läufst du rein. So ein bisschen Wildschwein. Josen. Was denn? Du kriegst einfach unnötig Schaden die ganze Zeit. Du hast nicht mal ein Schwert in der Hand, also. Nimm doch einfach eine Fackel in die Hand. Du musst doch unten links nur bei dem Symbol auf die Fackel klicken. Da Lichtquelle ein oder aus. Da wo dein Schwert und Geduld. Komm hoch zu mir, dann brauchst du keine Fackel in der Hand haben. Wenn wir das Wildschwein fertig machen, oh, ist schon tot. Okay. Was mit den Leuten, die da unten stehen? Das warst du jetzt mal. Also. Ja, das war ich jetzt. Ich hab was ausprobiert. Alex ist schon wieder ganz woanders. Ne, Glute hier noch. Der Looter. Ja. Dauert halt nur eine Weile. Da bist du langgelaufen, das habe ich vorher nicht gesehen, die Wurzel. Jetzt hat die Karte gedreht. Aber da unten stehen ein paar Dudes auf jeden Fall, Leute. In Richtung Westen. Südwesten, ja. Sind die freundlich? Sind die nicht freundlich? Sie jetzt sind so freundlich. Hm. Dann müssen wir mal runterlaufen. Ich müssen noch mal vor. Warum denn immer Jusen? Na ja, der Tank ist. Kann die uns angreifen? Eiler, du hast schon wieder keine Fackel. Nee, Jusen hat keine Fackel. Nee, Eiler hat keine Fackel. Weil ich schon auf den Stab gewechselt habe. Na, wo ist er denn hin? Fackel? Da. Okay, ich bin im Gespräch. Ist hier der Mauer dann eine Fackel? Ah, ne, da nicht. Gut, der hat aber auch einen Arm, was. Stay together! Keep to the light! Not taking requests, love! Now put your hands up and walk over here! Slowly! Wie die Angst haben, ich bin nur ein Ork, Halborg. Wir haben keine Angst, weil ich, die wundern sich, ja. Ja, der Panik, Digga. Komm, wie so Pipi machen. Jonas, move in! Ist ja Bewegung. Ich glaube, da kommt was von hin. Sieht ein bisschen aus wie Geralt, oder? Oh. Alex. Ja, richtig. Jonas! Jonas! Oh. I'm here! Bin hinterher. Jonas! Okay. Can you see our torches? Ich glaube, jetzt gibt's hier gleich ganz böse. I can't see anything. Dunkle Monster. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Meg? Is that? Das ist jetzt nicht so ein Pilzdude, oder? Nee. There you are. Come. Join me. Jonas.
Harpers, you heard the woman. Two arms! Ich fand halt einfach, die sollten entscheiden, wann man angreift. Ja, der Schatten hat. Hinter uns ist direkt auch einer, ja. Ich würde eigentlich gerne nach da oben, Alex. Ich würde mich gerne eigentlich nach oben zu dem fighten. Weil ich ganz glaube, auf die unten dann ganz gut ballern kann, weißt du? Ich weiß bloß nicht, ob ich den alleine platt machen kann. Er hat nur 24 Leben. Ja. Aber ich würde auf den eher die einfachen Attacken und weil ich ja noch eh eine große Dreier habe, würde ich mir die eher für hinten fehlen. Hoffen, guck mal. Nice. Hat nur noch 9 Leben, jetzt schaffst du. Genau das wollte ich. Ich muss warten, bis ich dran bin. Aber erstmal noch du und dann ein Dude und dann David. Schatten gegen Schatten. Der ist abgehauen, oder was? Nee. David? Ja, was denn? Du bist dran? Ja, ich guck doch gerade. Na, dann sag doch einfach mal, was du vielleicht machen wollen würdest oder was du denkst. Wenn du kannst, entweder den hier oben oder halt den hier unten. Wir sind jetzt als nächster dran. Bei dem unten habe ich 75 anstatt nur 50. Ja, na dann auf den. Wir sind jetzt nämlich beide als nächster dran. Ja, den du gerade angegriffen hast, da war aber ein Freund, ne? Richtig. Nee. Das war nicht. Doch. Nein, nicht. Nein, ist er nicht. Der ist doch rot umrandet. Das ist der, der in die Schatten gezogen wurde, der wiedergekommen ist. Ah ja. Ach, dieser Jonas, okay. Ich hab's gerade von der Perspektive nicht gesehen. Ich hab den roten. Ja, oder Leute, man sieht das nicht. Ja, ja, aber Boy war es weiß. Das hab ich gesehen. Ja, ja, da hast du recht, Jusen, aber bei mir war die Kamera zu flach eingestellt. Ich hab den roten Kranz nicht mehr gesehen. Hab ich eigentlich einen. Ah, ich hab keinen Knippel. Ah, scheiße. Mann, dann beende deinen Zug. Ich bin gespannt, was er tut. Oh, ich kann den noch. Cooles Bild. Ich kann den noch anschlitzen. Oder auf. Solltest lieber auf deiner Klampe spielen. Ich kann was machen. Hat's geklappt? Shit! The shadows took Jonas. Make every strike count! So, sie überlegt noch. Was will sie tun? Dankeschön, ich bin mal dran. Der Dude hier oben ist weg, ne? Jetzt hab ich ja. Sie stehen jetzt beide hier in der Ecke, Pfeiler. Den Dude da unten würde ich zu 95% treffen. Ich glaube, den puste ich erstmal weg. Also. Im Checko. Ja, das ist nice. Dass das auch so einer gewesen wäre, der wieder mehr gerufen hätte. Hat man jetzt schon öfter. So, Fehlschlag, Fehlschlag. Ich glaube, so Bogen und sowas bringt gar nichts, wa? Jetzt hat der da in den Schattenfluch rein, der Idiot. Ja. Leichte Resistenz gegen Schlagangriffe. Starke gegen Säure und Schall. Gegen Feuer, gegen Eis, gegen Blitz. Gegen Gift und gegen gleißenden Schaden. Das war der andere nicht, scheiße. Mikromantik. Die Schaden ist verdoppelt gegen den, okay. Was ist was? Gleißender Schaden macht doppelt bei den. Aber da steht doch Resistenz und
Was steht da? Ach doch, da, gleißender Schaden, doch, hast recht. Ja, Pfeil nach unten. Ja, verwundbar, ja. Naja, wenn jemand gleißenden Schaden hat, dann. Ja, ich bin wieder so dabei. Ich gar nicht. Dein Nuller-Schaden hat wenigstens doppelt gezählt, Jusen. Ja, davor hab ich auch schon mal einen gleichen Schaden gemacht, das hab ich gemacht. Kann das ja, sein, nicht dass, viel, aber hey. Kann das sein, dass du keinen Schaden machst, weil du kein Schwert in der Hand hältst? Ich glaube nicht, dass es jetzt bei gleißenden Schaden war eher ein Zauber. Aber Jusen, du hast dein Schwert nicht in der Hand, du hast die Fackel die ganze Zeit, mit der du angreifst. Das ist dir klar, ne? Bei mir ist halt, dass ich meine Zaubersprüche auch ohne Zauberstab machen kann. Bloß halt die zwei Special-Aktionen, die ich durch den Zauberstab habe. Oder die eine, die geht halt nicht, ist klar. Sehr schön. David. Ich habe leider nichts, was das kann. Na gut, dann halt nicht. Ja, ja, das ist trotzdem gut, Mann. Hast einen One-Hit. Der kommt jetzt wieder noch. Jetzt soll er doch stärken. Jetzt haut er wieder ab. Jetzt bist du stark übergewichtig. Interessiert mich nicht, ich beweg mich nicht. Ich mach bloß Hex-Hex. Wenn die andere mal was tut. Okay. Der hat was getan. Ich glaube, wenn wir da oben hingehen, dann können wir seine Präsenz wahrnehmen. Mit einem Wahrnehmungswurf. Mhm. Mehr Loot für uns. So kann man es auch sehen. Oh, Präsenz, okay. Gib dir Mühe. Wie ein Schwert aus. Oh nein, dumm, ja. Kannst du jetzt noch dein Schwert auswählen? Nee, ist eine Aktion. Du siehst doch auch beim Schaden machen, dass das deutlich weniger Schaden macht. Da klickst du da einfach nur Brainless auf. Steigst du jetzt wirklich erst 3 Minuten später in dieses Gespräch ein, David? Was wir vor 3 Minuten schon hatten? Naja, aber er muss es ja sehen. Er klickt ja die Fähigkeit jedes Mal auf und es ploppt ja auf. Und wenn ich sehe, ich die Hälfte. Das Gleiche hättest du auch vor 3-4 Minuten schon sagen können. Aber jetzt hat er jetzt nochmal gemacht. That can wait. Oh, hier ist ein Schwert. Achso, ne, kannst du nicht essen. Machst du den oben denn, Alex? Bin dabei. Merci. Dauert nur eine Weile, ich bin überladen. Da ist er. Moin. Ich bin auch mehr als überladen, ich kann mich gar nicht bewegen. So, da unten ist noch ein 7er. Oder ich mach den, das ist ein 9er. So ein Follower. Erstmal den. Ach, den 9er macht Alex.
Nee, mach mal den Neuner bitte. Der ist jetzt nämlich als nächster dran. Danach ist die Olle dran und Wenn Pfeiler. Kann, okay. Ah nee, ich komme nicht bis oben hin. Ja, das ist mir klar, weil da ist ein riesen Klippen. Ah, nee, mach ich da unten den Siemer. So, dann mach ich den weg. Dann mach ich den Neuner aus. Vorher ist ja noch die andere vor dir dran. Ja, aber die wird bestimmt nicht nach hier hin. Sie bewegt sich nicht. David, was tust du? Um mich zu bewegen. Da unten ist auch noch einer. Hm. Ah, hätte ich mal auf den habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich mal auf den 24 gemacht. Ich kann nur das wiederholen, was du und Alex, wenn man sagt, guck oben auf die Leiste. Gut, Alex, dadurch, dass er wieder weg ist, soll er trotzdem nach oben kommen zu dir, oder? Ich kümmere dich mit da unten um den 22er. Ich mach den da oben, den 9er. Bin ja der nächste Runde dran. Den krieg ich schon hin. Vielleicht schaffen wir halt ja, dass beide überleben. Mal gucken. Soll sie nicht den Blut haben, oder was? Und vielleicht, wir können sie danach immer noch umbringen. Lass uns erstmal gucken, was sie sprechen. Ist ja wieder anstrengend. Das sollte unsere Feinde die Arbeit machen. Gleißendes Licht war das, okay. Der du jetzt. Da ist er. Oh, da komme ich hin, denke ich. Das sollte ich schaffen. Oh, das sind die letzten beiden. Das bringt nix. Falsch, Alter. Also auch nicht. Der steht auf Schmerz. Usen? Ansonsten, Houston, laufen wir nach oben zu Alex. Und da unten kriegen wir, glaube ich, locker platt. Ja, dann kannst da du oben vielleicht ist aufdecken. Auch nur noch einer, der wenig hat, also... Ja, aber der ist nicht aufgedeckt und Houston hat doch sein Auge. Deckt er den vielleicht auch? Ja, aber da ist doch kein Licht, ne? Wenn Houston jetzt nach oben läuft, dann ist er wieder in den Schatten. Ja, aber wenn er bei dir steht, vielleicht reicht das schon zur Wahrnehmung. Weil, wie gesagt, den da unten, den mache ich gleich platt. Aber dann könnt ihr den... Nee, aber es ergeht nicht. Houston hat doch nicht umsonst Unsichtbares. Okay, das ist der Sechser, der als nächster dran ist. Der darf nochmal. Ja, der macht den da unten platt. Der macht den da oben. Da ist er. Piekst ihn in den Po. Na, weil du geheimlich geworden bist und kein Licht. Richtig. Keine Fackel mehr in der Hand hattest, Alex. Also. Dann hättest du rüberlaufen müssen zu rechts, zu der Feuerschale. Dann brauchst du keine Fackel in der Hand haben. Ja, das Problem ist... Ja, ich weiß. Das Problem ist, meine Dings ist zweihand. Ja. Aber... Hehe. Bedroht. Fick dich. Sehr schön. Let's focus on surviving. Leg dich nicht mit dem Zwerg an. So. Ich bin jetzt der König der Welt. Mach fertig, dann laser ich den. Na, erstmal tötet er wieder. Wartest du. Geht rau. Warum bewegt er sich? Der soll sich nicht so weit bewegen. Und weg. Steht er ja jetzt an der Ecke? Keine Ahnung, ich hatte mich weiter bewegen. Kann jemand mal pingen? Sicher da? Ja. Genau auf Ping? Ja. Ja.
Ja. Nice. Sehr schön. So, Schattenreste kann ich nicht nehmen, oder? On her knees, scrubbing the floor of an inn. Ach, Yuzen wieder. Na, ich bin ein Stück vorgelaufen zu David. Nee, Yuzen hat Schattenflug. Ich bin in der Cutscene, geht voran, ja. Thank you. Stay close and try avoid the. Überspring noch nicht, David. Ja, wieso, ich überspring noch nicht? Die hat gerade irgendwas mit Close gesagt und danach war die Cutscene bei mir zu Ende. Ja, die hat gefragt, ob wir vorangehen sollen oder sich einen Moment sagen sollen. Ja, aber du hast trotzdem. If he backs a deer, the whole family will be kept fed all winter. Kann jemand die Schattenreste mitnehmen? Nee. The image of an nicht in den Mondstrahl reinlaufen, Yuzen. Dreams of boarding a ship in Baldur's Gate and seeing the world. Oh shit. But then the darkness came. Ich hab ein ganz kleines Problem. Als ob. Hier sind auf einmal 5 verfluchte Raben aufgetaucht. Oh nein. Ah, ich seh's. Alter. Warte, wann haben wir zuletzt gespeichert? Boah. Scheiße, vor 20 Minuten. Autosave war. Einen hab ich tot. Chill doch mal, David. Achso, der ist. Achso, du bist tot. Komplett war tot. Ich auch gerade. Entspann dich. Wir holen dich gleich wieder. Jürgen, kommst du runter? Ja. Alter, wie viele das sind. Ja. Nicht dahin laufen. Die haben alle nur ein Leben. Oh. Ich hab so viel verraten. Und wenn du kannst, macht irgendwie so ein Klingwirbel oder sowas. Oh, ein Klingsturm. Ja, so ein Klingsturm oder irgendwas Flächenmäßiges. Neko-Resistenz. Okay, 2 hier. Nice. Wenn die da jetzt. Aber da hinten standen 4, deswegen. Hab ich gedacht, das ist recht clever. Ja. Das ist doch in Ordnung. Wenn die da jetzt durchfliegen, dann passt das ja. Jürgen, kannst du noch ein Stück zurückkommen? Weil wenn du jetzt dein Schwert in die Hand nimmst, dann bist du wieder im Schatten. Ja. Du solltest bei uns bleiben. Genau. Wir müssen uns jetzt immer mit der Fackel abwechseln. Was halt taktisch cleverer ist. Nee, vor okay. Alex, das so. Stell dich ja, mal. So ja, oder so sollte passen. Okay, aber Waffe kann ich jetzt nicht wechseln, doch. Das ist sorry. Ach nee, geht nicht mehr? Wenn er eine Aktion gemacht hat, dann nicht. Mhm. Achso, soll ich jetzt lieber nochmal speichern? Nee. Mhm. Das ist anders für 20 Minuten. Ja, naja, dann machen wir das halt alles nochmal, wenn wir das jetzt nicht packen. Der eine Rab ist auch tot, sehr gut. So soll das sein. Die anderen sind vor Yuzen, das ist auch gut. Ja. Liegen die da durch? Jawohl. Ja, jawohl. Ja, Alter, das hat sich ja mehr als gelohnt. Jetzt mal eine schöne Flächenattacke da vorne. So, Pfeiler, kannst du das normal machen da? Nee, das war ein Dingszauber, also eine Schriftrolle. Eine Flächenattacke. Ich guck mal, was ich hier noch hab. Blitz, nee. Ein Fettfilm könnte ich machen, wenn nee, du. Werf einen Molotow. Werf einfach einen Molotow da drauf. Na, oder ich mache einen Fettfilm und du wirfst nee, den Molotow drauf. Dann mach doch nur den Molotow. Die ja, haben alle nur ein ja, Leben. Die haben nur ein Leben. Werf einen Molotow darauf und dann ist es. Du hast da dieses Alchemiefeuer. Genau. Die Flasche da. Genau. Siehst du, so, geil. So, Yuzen, jetzt mega. Bleib stehen. Nicht da reinrennen, bitte. Lass es erst Asche werden. So, habt ihr hier jetzt eine Fackel ausgewählt? Yuzen, du kannst hier rechts hochlaufen, bei dir. Da können wir also gut. Der erste Fackel in die Hand nehmen. Ja. Na, Yuzen hat doch eine Fackel, deswegen kann er noch vor. Ja, aber du nicht. Nein, ich bin noch gar nicht gelaufen. Ich stehe doch noch neben dir. Nee, aber ich würde jetzt gerne ins Lager gehen und erstmal David wiederholen, bitte. Aber ja, könnt ihr mich nicht auch mit einer Schriftrolle holen? So, wir können dich auch mit einer Schriftrolle holen, ja. Nee. Aber ich glaube, die ist teurer. Die Schriftrolle? Na, wir haben aber so viele. Ich habe alleine schon 4 im Inventar.
Okay, naja dann. Düsen hat 2, du hast 4. Nee, Pilot hat 4. Ich loote dich jetzt erstmal. Du hast auch noch eine. Die, es gibt nichts zu looten bei mir. Pass auf die. Auf. Was jetzt? Alles gut. Ich bin bloß hier wieder verflucht. Warte mal, ich komme kurz zu dir, Düsen. Tee. Warum holt er auf Tee denn nicht jetzt die Fackel raus? Ich hab's einfach da reingelegt. Auf Tee? Naja, man kann sie ja da über Nahkampf drüber legen. Ist das nicht Tee oder ist das L? Nee, du musst unten links hast du unter deinem Zauberstab, da hast du so eine kleine ein Bild rechts. Da hast du ein kleines Schwert und da unten rechts so. Warum die Fackel packt man doch über, ja, das du Schwert? Bist Amok abgehackt. Warum sagt mir das keiner? Hab ich dir doch gerade. Ich hab dir also, das heute schon 5-mal gesagt und keiner glaubt mir, ja, oder ich was? Ich stell mal das Headset neu. Nee, aber. Da, wo ihr die Fackel drin habt, da habe ich auch die Fackel drin. Genau, oben. Und dann kannst du unten neben dem Schwert dann, was du da hast, ganz unten neben deinem Charakterbild, kannst du Fackel an- und ausmachen. Warte, ich mach dir eine Bildschirmübertragung, Heiler. Ja, ich bin gerade voll lost. Tut mir echt leid. Das ist ja nicht schlimm. So. Ja, zeig mal. Da. Ah, besser? Okay, ich bin die ganze Zeit im Menü. Besser? Ja, besser. Danke. Genau, wenn ich dann ausmache da unten, dann habe ich wieder meine Waffe in der Hand. Gib meine Fackel nicht mehr. Nee. Ich nicht. Okay, das muss ich dann immer tauschen. Oder was? Das ist irgendwie scheiße. Ja, du musst, wenn du die an- und ausmachst, dann tauscht du das immer, ja. Ist ja richtig kacke. Wer ist jetzt schon wieder? Ja, ich. Ja, ist gut. Ich hab gerade die Fackel umgetauscht. Das heißt. Gut, jetzt soll ich dich spielen. Jetzt habe ich's doch. Alles klar. Gut. Ja, Mann, ich habe auch nur Pech beim Heilen. Achso, wir hätten noch eine kurze. Ah, ne, kurze Rast hat sich nicht gelohnt. Bevor ihr euch heilt, sagt das mal bitte an. Weil dann könnt ihr nämlich mein Amulett anlegen und dann habt ihr immer volle Heilung durch den Trank. Ah, okay. So, dann gib mal her. Das Ding. Ja. Also, musst du erstmal deins ablegen. Oder, warte, ich pack's in den Inventar. Das blaue Amulett. Unten. Was ist jetzt oben angepackt? Nee, ich kann es dir nicht anlegen, musst du selber machen. Ja, aber. Ich hab's dir in Inventar gepackt. Ein blaues Amulett. Ein blaues Amulett. Das rote hier, ne? Ja. Amulett der Wundheilung heißt es. Genau. Jetzt müsstest du voll Benefit aus dem Trank kriegen. Na, dann gucken wir mal. Aus so einem kleinen kriegst du 10. Jo, hat funktioniert. Dann packe ich das jetzt bei David rein. Unten. Genau. Ich hab schon, ich würde mich gleich nochmal in ein Tier verwandeln. Ach, du hast nur 22 Leben. Mir kannst du es nochmal geben. Ja, aber wenn ich mich ins Tier verwandle, habe ich wieder volle Leben. Aber dann nur einen kleinen Trank nehmen, ne, Jusen? Naja, aber wenn du dich zurückverwandelst, hast du doch wieder nur dein Standardleben 22 dann. Deswegen heil dich doch jetzt einmal richtig. Und dann mit dem Maximum, was der Trank hergibt, mit Alex seiner Kette. Anstatt wenn du dich zurückverwandelst oder beim Kampf das irgendwie passiert, was wir noch nicht sehen. Und du stehst ja nur mit halbem Leben da. Ja, aber wenn ich euch im Kampf heilen kann, dann sparen wir uns quasi, weißt du,
Weil wenn ich euch heile, kriege ich ja auch Heilung. Ich will ja nichts dagegen sagen, Großdigi, aber es ist halt nur ein kleines Risiko. Achso, können wir den hier mal... Geht das irgendwie? Nein, gib mir das und trinke ich noch einen Trank. David, kannst du mir mal kurz helfen? Du bist doch Admin. Was denn? Bei mir im Chat diese Nachricht da rauslöschen. Fragst mich Sachen, diese Nachricht anheften. Ja, das gucke ich auch grad. Kann nichts machen, bin ich überhaupt noch? Moderator. Aber muss ich da irgendwo Mod-Ansicht hier? Hetze. Nee, scheiß auf Tutorial. Welches auch nur anheften und so eine Scheiße, das ist... Muss ich aber hier stehen, Leute, habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ja. Dankeschön. Nothing about the lantern strikes you as unusual. Würdest du denn jetzt gerade mit der Fackel machen, Digi? Ich hab die mir angeguckt. Achso. Doppelklick drauf gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. Soll ich das mal versuchen? Ob bei mir was passiert? Mhm. Und so. Das hier ist die Fackel, ne? Zack. Der wird teilen. Und dann einfach untersuchen, ne? Ja. Einfach Doppelklick drauf machen auf die Laterne. Object catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within, a thick layer of dust coats the bottom so, of the lantern. So, welches Teil von wem soll ich jetzt nehmen? Die Kette der Genesung. Amulett der Wundheilung, ne? Genau. Plus 2, plus 3 kannst du auch schon. Okay, kannst beides machen. Kannst du zurückkommen. Also, meinst du, ich kann auch beides nacheinander machen, ja? Ja, beides nacheinander. Okay. Dann fange ich oben an. Mach ich ohne einen Bonus. Also ja, stecken. alles unter 5 müsstest du schaffen. Das ist bei mir 10, 20 muss ich, aber ich habe schon 6 Bonus. Also von daher. Deswegen mach ich. You see no burner or wick. It was not fuel that lit this lamp, but magic. Mach ich so. Ich hab mal den Slow-Shed-Modus auf 3 Sekunden aufgelöst. Okay. Aber das war auf 30 Sekunden. Merci, David. Kannst du mal echt? Probieren, wenn du möchtest. Ja, scheiß drauf. Gib mal einen Bonus. Okay, warte. Kein jetzt Risiko mehr. Jetzt habt ihr Initiative dafür verbraucht. Ah, jetzt haben wir es geschafft. This is pixie dust, used to illuminate a lamp, or left behind after a pixie's death. Wow. Yep, war dumm, hat Alex recht. Passiert. Die auch angehen this place is protected. Jeder von uns macht dumme Dinge. You might find allies here, or at least supplies. Okay, 3 Wege. So, kann mir einer vielleicht ein bisschen Gewicht den rausnehmen, da wäre ich ein bisschen schneller. Oder? Ich das verpasst. Oder darf ich rüberpacken? Ja, mach doch bei Jusen einfach runter. Bei Jusen ist auch fast überladen, ich muss bei David reingucken. So, dann kommst du bei David rein. Oh. Ja, wir sind alle so gut wie voll. Das ist es halt. Ich wollte bloß vorher fragen, bevor ich es tue. Wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt hier irgendwie so ein Portal finden würden. Jo.
Wollt ihr beide mal unten lang gehen, David und Kjusen? Hier oben ist erstmal nichts. Im ersten Blick. Dann mache ich mal oben kurz den zweiten. Nee, nicht, da ist nichts. Hier lang soll. Da drüben sind Leute. Ich glaube, hier ist eine Stadt. Ne, zu den Leuten sollen wir ja. Das war kein Lord Quest. Dann sollten wir da folgen. Naja, ist das dann keine Stadt? Kann da schon, natürlich eine Stadt sein, ja. Da hast du recht. Finde Schutz vor dem Schattenfluch. Na dann gehen wir zu denen jetzt, oder was? Würde ich sagen, oder? Ja, das fällt los. Hier liegen ganz viele Tote. Okay, ihr seid gar nicht hier, ja, wo ich bin, oder was? Jetzt kann man hier nämlich auch die Fackel, glaube ich, ausmachen. Probier mal. Ja. Hier kann man die Fackel ausmachen. A bad way to go. Oh, ich bin wieder im Gespräch. Oder doch nicht? Doch. Ja, oh, hier ist ein Dorf. Wahrscheinlich. Oh, ich habe hier gerade noch ein paar Leichen gefunden. Ich muss euch mal was überhelfen. Scheiße, am Heiler kommen wir am besten erstmal ins Dorf. Lauf da mal nicht alleine rum. Wenn ich da jetzt irgendwas angreife, können wir dir nicht helfen. Deswegen wollte ich eigentlich genau gleich zu euch kommen, aber das bisschen, was hier ist, wollte ich noch einstecken. Bist du beim Händler, Alex? Nee. Wir sind gerade in der Cutscene, deswegen sagt er. So, alles gut, ich bin hier safe. Ich habe einen Stummfilm. Ja, weil das später in die Cutscene gekommen ist, deswegen siehst du das nicht. Oder? Nö, es läuft alles hintereinander weg. Man sieht es auch. Und so. Ja, aber das spult nach, das meinst du, ne? Nervous? I've an inkling you've reason to be. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... Ich glaube, die müssen wir töten, um den zu bekommen. Ah. It's that it knows its own kind. Du hast einen guten Instinkt, Alex. Total gut. Aber nee, sie wird es uns nicht geben, sie wollte es bloß gucken. You should never have come here, true soul. Jetzt hättest du sie einfach so reinziehen müssen. Aber das denke ich. Da rein. Einfach weglutschen. What's you doing? She's the one who saved us. She's the one who protected the Emerald Grove. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I'd pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible? Nein, ich bin doof. Jetzt tanze ich, siehst du? Ich bin doof. Deadass. Angreifen. Nein! Enlighten me. Now. Euch Chaos noch? Eigentlich gar niemanden das Artefakt. Ich auch nicht, Mann. Das wird versteckt in unserem Au, 120. Das kann er gar nicht schaffen. Das ist 120. Oh Mann. Hätte ich mal mit denen gesprochen, hätte ich vielleicht eine kleine Chance gehabt. Ja, zwei Jusen. Jusen muss ja auch immer vorrennen. Jusen, also ist nicht bös gemeint, aber unterhalte ich bitte mit keinem mehr. Die höchsten Chancen, was sowas angeht, bin großteils ich. Weil ich auch in Geschichte, Magie und so ein Scheiß und Wissen halt Punkte drin hab.
Und was getötet? What in the hell is that thing? Haben wir noch nie rausgefunden. Strangest magic I've seen since roaming the ruins of Mithranor. But I can't argue with the results. Congratulations! You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers! All clear! At ease! I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Typischer Crocodile Dundee-Spruch. Ja. Why have you come here? Aber das war doch jetzt wirklich die Situation, oder? Er hat da so einen Knüppel gehabt, ja? Aber ist auch nur halb so groß und zieht den Knüppel, ja? Also wo hätte er denn den hingesteckt, Jürgen? Los, wir wollen sie vernichten. Ich bin hier im Urlaub. Ist auch gut. Wirklich, Jürgen. Er ist schon kackendreist. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Beds too, if you require less. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Da waren schon so einige Akzente hier vertreten. Then come join me for a drink. Russisch, Spanisch, Slawisch, so in die Richtung. Ja, schon alles Mögliche. Oh, jetzt können wir in den Bettchen pennen. Ja, ist das eh cool. Geht zum letzten Licht. Wenn wir ganz kurz wegpinkeln, bis gleich. Oh, ich rede mit dem Händler. Könnt ihr mir schon mal rinpacken, alles. Was? Wer hat mir jetzt einen Nachteil? Oh ne, nehmt mal wieder was raus, bitte. Ich krieg einen Nachteil, wenn ihr mich über... Ja, ich kann überzeugen. Aber du siehst doch, wie viel Dings er unten hat. Du, er hat mir doch gerade gesagt, pack alles rein. Ich wusste doch nicht, dass er jetzt sowas macht. Ich wusste ja nicht, dass ich überzeugen kann. Ich kann dir überzeugen, kann ich irgendwas abnehmen, ohne dass mich was das kostet. Aber wenn ich überladen bin, dann kriege ich einen Nachteil von 1D4. Das glaub ich dir auch, Digi, aber ich hab nur nicht gemacht, was du mir gesagt hast. Ah, alles gut, ich wusste ja selber nicht. Oh, ein kritischer Fehlschlag, geil. Kannst du nochmal? Nee. Keine Inspiration mehr. Ja, da hätten wir die gebraucht. Naja. Kann man vorher nie wissen. Alter. Schild der Hingabe. Plus 2. Kann ich dir noch was geben? Ich bin voll langsam unterwegs, bis ich zu euch komme. Ja, jetzt kannst du mich vollkloppen. Alter, die hat richtig krasse Sachen, die Olle. Immer. Bis zum zweiten. Uiuiui. Alter. Ich glaube, das müssen wir mal offstream machen. So geht nichts mehr. Mit einem Stream. Das müsst ihr euch selber durchlesen, ob es euch was nützt oder nicht. Ich verkaufe erstmal und dann. Ihr seid da durch diese Rauchwolke gegangen, ne? Über die Brücke. Ich bin noch gar nicht irgendwo durch hier. Ja doch, ihr seid doch da. Achso, genau, ja, das ist richtig. Das wird jetzt schon. Ja. Dann machen wir auch bald Schluss, oder wie sieht's aus? Na, theoretisch könnten wir noch bis 23 Uhr, wenn wir Lust haben und Zeit. Und dann würde ich nochmal auf Toilettchen flitzen, mir noch was zu trinken holen. Dann könnten wir gerne noch, wenn ihr Lust habt, ein bisschen weitermachen.
Und wir müssen ja erstmal verkaufen und mit Alex vielleicht hier mal den Shop zusammen durchgucken von dem Händler, wenn er sagt, da sind so viele Sachen, da müssen wir alle mal kurz nachlesen. Watching us. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist eher was für Offstream. Also jetzt, oder wir verbringen die nächste Stunde damit, uns das hier anzugucken. Können wir auch machen. Oh, nichts dagegen. Jetzt mal was anderes. Ja, oder denn? Na gut, das ist ihr könnt mir Stream auf und dann. Ja, ihr könnt mir aber erstmal alle drin packen, was ihr habt. Es geht nichts mehr rein, wenn voll ist, ist voll, Alex. Ich hab schon verkauft. Ja, ja, muss man aus dem Inventar wieder rein. Okay. Nee, eigentlich nicht. Aber mehr ist manchmal auch nicht. Genau, siehst du, könnt ihr mir wieder reinpacken. Nee, aber die Anzeige unten ist manchmal nicht 100% aktuell. Da muss man, gehe ich manchmal kurz rein und wieder raus. Ja, ja, klar. Da hast du recht, denn. Oh. Also? Ich kann immer auf Tauschen gehen. Jetzt aktuell. Jetzt bist du ja fast voll. Okay. Weil mit Steuerung kannst du auch immer noch alle gedrückt halten und markieren und dann mit einmal rüberziehen. Hm. Jetzt besser? Nein, fuck, jetzt hab ich die Leute verkauft. Sehen? Nee, das ist der untote Typ. Achso. Ah. Ich behalte den Blutstein erstmal. Watching us. Dann nochmal sortieren nach Typ. Dankeschön. Bleibe ich hier kurz hinter Alex beim Händler stehen. Ich habe alles dir reingepackt, was. Ja, Jürgen, du hast auch schon alles reingepackt? Ja. Geil. Ja, packt mir da schon wieder was rein? Sorry, musst du einmal weiterstecken. Oh, David, mein Zauberstab. Warte, den Hammer habe ich noch, den kann ich dir auch geben. Elm, Hammerhand. Wieder, ich habe noch ein paar Schlüssel gefunden, Alex. So 3-4 Schlüssel, die in deinem Inventar sind, sind welche, die ich noch von den Leichen habe hier rechts. Also wenn man rausgeht über die Brücke rechts von der Stadt ja, raus. Keine Ahnung, ob die vielleicht für Truhen oder Häuser hier im Dörfchen sind. Ja, die kann ich nicht verkaufen. Mhm. Alles, was orange umrandet ist, kann ich nicht verkaufen. Ah gut, aber ich wollte bloß Bescheid sagen, weil falls du hier irgendwo eine Truhe findest oder denkst, du willst mal ein Schloss knacken und ein Häuschen gucken, dann hast du vielleicht einen Schlüssel dafür. Stab, gewährt Resistenz gegen Feuerschaden. Feuerpfeil ist ein Hervorrufungszaubertrick und Feuerball Hervorrufungszauber des dritten Grades. So, hast einen Stream auf. Ja. Weiß nicht, kannst du den Stream irgendwie rüberziehen? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, Leute. Bildschirmaufnahme. Ja, doch, auf dem. Okay. Mache ich mal kurz das Spiel aus. Mache die Bildschirmaufnahme rein. Und wir gehen. Dabei Schach Shaolin rein. Müsste man das?
so einigermaßen sehen, ja. Ich kann es halt nicht noch größer machen. Oh. Ihr seht den Discord halt mit. Ich glaube nicht, wenn ich hier... Na doch, das ist noch ein Stück größer. Jo. Genau. Also wir haben hier Schild der Hingabe. Man erhält einen zusätzlichen Zauberplatz für Stufe 1. Und wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist, sofern ihm kein Geschicklichkeitsrettungswurf gelingt. Außerdem hat man einen Beistand, Bandzauber des dritten Grades. Also ich habe noch keine Reaktionsattacke. Bist du denn in Schilden geübt? Naja, ich habe ein Schild die ganze Zeit bei. Da steht jetzt nichts mit bei. Ja? Also. Naja, aber kannst du mal auf Untersuchen gehen und gucken, was Schild der Hingabe ist? Ne, wenn du drüber bist, T. Genau, und jetzt kannst du unten drüber hovern. Halt dich unter Höhe den Trefferpunkten um 10. Okay. Ja. Wenn du, Tyler, du musst mal gucken. Eventuell hast du das, glaube ich, schon, oder? Beistand? Der nee, mit 10 nicht. Nee, nee. Nicht Stufe 3. Nee, Stufe 3. Stufe nee, 3 ich, hab, nicht. Ich hab diesen Beistandzauber, aber ich kann ihn nicht erlernen, Digga. Das war eine Sache hier bei Zauber, wenn ich da draufklicke. Ich hab den ja hier bei mir als Schriftrolle. Ich kann ihn nicht erlernen. Dadurch hätte ich den Zauber, wenn ich das Schild benutze. Das ist schon geil. 10 Trefferpunkte ist schon richtig gut, Alter. Ja. Weil mein Schild. Ja, gut, einmal pro kurze Rast, wenn du weniger als 50% Trefferpunkte hast. Also wir brauchen ihn auf jeden Fall. So. Ja, also das kannst du ihn auf jeden Fall kaufen. Okay. So, glühender Stab, das nächste. Gewährt Feuer, also Resistenz gegen Feuerschaden. Feuerballen hast du bei Alter, schon? Der ist Stufe 3 da unten. Der kann ich den, Stufe 3. Ja, den habe ich als Zauber, dann kann ich den rausnehmen. 8 bis 48. Ja, ich weiß, den habe ich auch als Zauber. Ist aber Zauberstufe 3. Ne? Dass man den damit so wirken kann, ohne dass ich einen Stufe 3 Zauber benutzen muss, ist schon heftig, Alter. Weil das, was ich jetzt habe, ist halt diese Donnerwelle halt im Moment drin, was ja mit dem, was hatte ich vorhin, den Ring zusammenspielt zwar, aber das macht lang nicht so viel Schaden wie dieser dicke Feuerball. Okay, also ich würde das mal zurückstellen, ja. Weil der kostet 1,7. Okay. Wir haben jetzt noch 2,2, außer ihr habt noch Gold übrig bei euch. Ja, ich habe noch 2500. Ich würde dir sonst ein paar Sachen geben, die du noch verkaufen kannst, an Schriftrollen, die ich halt eh schon kann. Ich glaube, du hast jetzt erst mehr Gold. Ja, 4,7 haben wir jetzt. Na ja, dann hole ich dir den. Ist ja in Ordnung, zack. Aber du kannst mir Schriftrollen geben, Digga. Ja, mach ich. Wir müssen also, die ja nicht aufheben. Dass wir die haben, kann die auch weg. So, und das hier sind Färbemittel. Dann haben wir hier Kette. Vorteil bei Rettungswürfen, Weisheitwürfen, Schild, Bandzauber des ersten Grades. Wenn ein Gegner es auf dich abgesehen hat, erhöhe deine Rüstungsklasse um 5. Du erleidest keinen Schaden durch magisches Geschoss. Als Amulett. Ja, das Problem ist, ich habe ein Amulett mit 2 Heilen drauf, also ich kann es nicht gebrauchen. Okay, und Heiler hat wahrscheinlich auch was Besseres, ne? Ja, na, und ich habe auch noch ein anderes Amulett, mit dem ich wechseln kann, aber ich würde bei dem bleiben, was ich habe. Dann haben wir hier Handschuhe. Ah, nee, Jusen hat ein Beistand-Amulett. Der hat die Fähigkeit. Ja, aber gut, der Speer oder dieser Zauber bringt mir alles nichts, was du da erwähnt hast. Nein. Nee, ich wollte doch sagen, Beistand habe ich glaube ich schon mal irgendwo gesehen bei jemandem. Ja, das Amulett habe ich ihm gegeben, ja. Aber er kann diesen Beistand nur für sich wirken. Bei dem Schild machst du das für uns alle. Nee, das Schild. Aber ich kann ja kein Schild tragen. Ja, nee. Wir sind nicht das Schild. Ich habe nur 2 Einwürfe, ich kann kein Schild tragen. So, nee, das ist auch nur für dich dann. Erheile dich und erhöhe deinen Trefferpunkte Maximum um 10. Genau, ich habe auch gemerkt, wie ich mehr Energie dadurch grabe, seit ich das Amulett habe. Naja, klar. Also wäre es für Peiler quasi, dann kann er es vorm Kampf immer machen. Also kann er ja sowieso nach jeder langen Rast einfach wieder so aktivieren. Was ist denn Handschuhe-mäßig hier?
Ich könnte Handschuhe gebrauchen. Nee, ich bleibe bei meinen Geschicklichkeitshandschuhen, also ich bin da raus. Hier wäre, verstärke deine Reflexe, um besser mit eingehenden Geschossen fertig zu werden. Fernkampfangriffe gegen dich sind im Nachteil und der Schaden ist halbiert. Ist aber ein Bannzauber des zweiten Grades. Ja, aber ist eine Reaktion, oder nicht? Nee, ist eine Reaktion. Ist ein Zauber. Ist ein Schutz vor Geschossen. Okay, nee, ein Zauber eher nicht. Da haben wir hier Kampf mit zwei Waffen. Wenn du mit der Zweihandwaffe einen Angriff ausführst, kannst du dem Schaden des Angriffs deinen Attributsmodifikator hinzufügen. Das wäre doch was für dich. Du bist doch Zweihand. Oh. Sonst, ich glaube, das habe ich aber schon. Weiß jetzt aber nicht genau. Ich glaube, das Attribut habe ich schon. Wie gesagt, ich habe auch noch ein paar... Aber ich bin auf Zweihand mit der Waffe, die ich habe. Nee, mit zwei Waffen usen. Achso, aber dann heißt es ja nicht Zweihand, oder? Ja, aber es... Obwohl, wenn du mit der Zweihandwaffe... Ja, stimmt. Ja, Zweihand. Genau. Darum geht's ja. Und mit dem Stiefel, oder was? Ja, aber usen, wir müssen ja mal gucken, was für Handschuhe du schon hast. Und ich glaube, du hast Handschuhe die Handschuhe will ich ungern tauschen, aber Stiefel. Ich dachte, es wären Stiefel. Nein, Handschuhe, immer noch. Ah, okay, nee. Also nee, meine Handschuhe sind cool nach dem Buff, nach dem Kampf brauche ich, dass ich da noch was habe. Also ich könnte es erstmal nehmen, weil bei mir ist zum Bollwerk werden, ich muss keine Rüstung und kein Schild tragen. Naja, also bei mir die... Du kriegst da keine Rüstung, wa? Doch, ich trage eine Rüstung. Hier, den anmutigen Stoff. Ach nee, das ist Kleidung, wa? Das ist alles Kleidung. Deswegen hast du ja auch die plus 2. Ja. Von Bollwerk. Ja, hast du halt nur noch eine 14er Rüstungsklasse, aber dafür machst du wieder mehr Schaden. Na, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt mehr Schaden mache. Alex, ich pack dir mal ganz unten eine Sache rein unter den ganzen Zaubersprüchen in dein Inventar, wo ich wirklich denke, krummer Zauberstab des Feuerballs. Ich kann den nicht ausrüsten. Nee, das ist ja auch nur, das ist ja auch eine Attacke, das ist wie ein Pfeil. Ja, genau. Eine einmalige Verwendung. Okay, danke, David. Na, soll ich den nehmen? Den könnte ich vielleicht mal... Ja, klar, auf jeden Fall usen. Wenn du mal eine Fernkampfattacke machst, dann burnt die richtig rein. Ich hab's ja bei dir reingepackt. Jo. Ja, gut, ich hab also dir alle Zaubersprüche rübergepackt, ja, Alex. Ich pack die von David auch rüber, die scheiße sind. Das brauchen wir nicht. Die hier fand ich noch krass. Der mächtige Stoff. Stärke des Stiers. Du erhältst Stärke des Stiers und deine Stärkewert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Wäre vielleicht was für Yusen, wenn er keine gute Rüstung hat. Ja, das ist echt gut. Bullenansturm. Warte, ist das eine leichte Rüstung? Ist eine leicht? Okay. Nee, das ist Kleidung. Kleidung, ja, aber ist keine Rüstung. Könnte Yusen anziehen. Scheiß auf die einen Hiebschaden, wenn er dann 20 Stärke hat. Oder wie fährt er jetzt aktuell? Er wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Ja, genau. Naja, er hat 17, dann kriegt er 20. Dann sollte nee, dann passen. Hat er 19. Um 2 erhöht. Bis wenn er jetzt 17 hat, dann hat er 19. Meine Rüstung ist sowas von scheiße. Ich ist ja egal, ist eine Stärke. Neue Leute. Ich habe eine 12er Rüstung an, die aber mir nur einen Bonus auf Heimlichkeitswürfe gibt. Und ich mache nichts heimlich. Ja, halt zu dir kommen wir gleich, Beiler. Okay. Zu dir kommen wir gleich. Okay. Also die hier ja oder nein für Yusen? Ja, wäre für Yusen gut, weil Bullenansturm ist glaube ich auch ganz gut. Dann kann er zu den Gegnern vordashen. Also alles, was du mir jetzt reingepackt hast, kann ich verkaufen, ja? Ja, alle Zaubersprüche raus damit. Das Amulett hier hoch oder was? Amulett ist... Es ist... Keine Ahnung. Lass es erstmal da, ne? Ich finde es nicht praktisch, aber... Die handelt mit dir aber auch nicht besonders gut, ne? Nicht wirklich. Ja, nur nicht freundlich mit der. Na gut, 1,9. Achso, die hier kann ich auch noch. Ja.
Okay. Also. Pfeiler. Obsidian überzogene Robe. Ist auch Kleidung, ist keine Rüstung. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf gegen den Zauber eines Gegners bewirkst du 4 bis 7 Feuerschaden bei diesem. Nö. Und gewährt dir Resistenz gegen Feuerschaden. Nö. Was gibt's denn noch? Erstmal nicht. Das ist mittlere Rüstung. Das kann kaum einer von uns tragen. Ja. Das wäre für mich natürlich mega. Aber kannst du leider noch nicht. Ich hoffe, dass sie die Angebote behalten. Weil später nochmal wiederkommen. Ja. Rettungswürfe im Vorteil. Das er ist von Schlatten verschleiert, das ist auch nicht. Ist auch wieder mittlere Rüstung. Was ist das davor? Ist mittlere Rüstung. Ja, aber ich kann mittlere Rüstung tragen. So. Achso, aber nee, ist Müll. Ja. Dachte ich mir. Ja, aber mittlere Rüstung kann ich auch tragen. Ja, aber du hast ja jetzt eine. Okay, nee, waffenlos macht keiner von uns. Genau. So, dann für Jusen vielleicht die Verteidiger-Zweihand-Axt. Na, wie gesagt, Nahkampfwaffe, die singende Klinge ist schon ziemlich gut. Also es ist schwierig, da was Besseres zu finden. Ja, finde ich auch. Ja. Das ist ein Dolch. Okay, der ist nur für dich interessant, aber da hast du ja einen guten. 7 bis 10, weiß ich nicht. Also. Eine Armbrust wäre dann ganz geil, falls es eine geben sollte. Nee, aber der Effekt ist blöd. Also bloß nur 2 Waffenverzauber. Ja. Aber es ist schon. Aber eigentlich finde ich die Feuerdings für Pyler gar nicht so schlecht. Ist besser als seine jetzige Rüstung und wenn da alles in Brand steckt oder so, dann geht er nicht sofort Flamme. Na, ist das jetzt ein Umhang oder was ist das jetzt? Nee, ist Kleidung. Achso. Diese Umhänge haben wir noch nicht, die kommt erst später. Aber Kleidung, wir haben nur diese gemütliche Kleidung alle an. Ja, das ist nur kosmetisch, also wenn er eine findet. Außer kannst du hast eine Freistyle-Kleidung an. Du hast was anderes an. Achso, ne, das kannst du jederzeit ändern. Kannst du das drin, was wir ihm verkauft haben. Naja, ich hab nur noch mal geguckt, ob der Heiltränke hat, während ihr diskutiert. Ja, also interessant wäre halt der hier. Wenn Pyler die Rüstung nicht haben will. Naja, die ist besser so gesehen als meine. Zwar 2 weniger Rüstung dann, aber der Effekt hier der Rüstung ist halt für den Arsch, die ich anhab. Da hätte ich einen Effekt, der wenigstens ab und an Sinn macht, weißt du? Halt ja, du hast Resistenz gegen Feuerschaden. Wie gesagt, weiß nicht, ob wir die 1,8 dafür ausgeben wollen. Kostet die 1,8? Ja. Ja. Dann, wenn du so nicht haben willst. Was ist denn bei den Zaubersprüchen da noch, Alex? Plage? Ja, weiter. Nee. Beinhaut, weiter. Weiter. Ranken, weiter. Weiter. Also Tentakel. Nee. Feuerschild, ja. Nee. Nee. Da hast du schon Fliegen so. Mann, das Nee. Nee. Okay. Nö. Aber wir können uns den Gold auch sparen, wenn du die jetzt nicht unbedingt haben willst. Nee, dann würde ich sagen, sparen wir. Auf jeden Fall. Ich überlege, bist du dir sicher, dass der Dolch nicht besser ist als das, was ich hab? Das ist eine Waffenverzauberung mehr, aber dein anderer hatte doch einen Effekt drauf. Ja, aber das ist ja klar, aber ich habe ja noch eine Zweitwaffe, die da. Ja, genau, da ist ein Effekt drauf. Auf Schadens- und Angriff kriegst du plus 1. Genau. Und du hast eine Waffenverzauberung plus 1. Beim Treffen kannst du möglicherweise Verderben auf das Ziel wirken. Naja, dann hast du noch Verderben mit drauf. Und bei der anderen Klinge hast du halt nur plus 2. Aber sicherer 7 bis 10 Schaden. Wie gesagt, Verderben kannst du ja nochmal auf T drücken, was Verderben bringt. Wenn das 1 bis 10 Schaden macht, dann würde ich die Chance drin lassen. Naja, dann hat Malus von 1 bis 4 Angriffswürfe und Rettungswürfe. Ja, aber guck mal, hier oben steht was, dass die Klinge wirkt bei dir gar nicht. Oder die Paktwaffe eines Hexenmeisters ist. Oder einen magischen Ritter gebunden. Na, siehst du. Also, kannst du das machen, ne? Der kostet halt nur 200, deswegen würde ich den vielleicht mitnehmen. Ah, dann mach das.
3 bis 6. Gut. Als Nebenhand ist 3 bis 6 auch gut. Ja, gut. Also sind wir hier durch. Den Rest wollen wir nicht. Hier ist noch eine leichte Armbrust. 6 bis 13. Ich brauch keine. 6 bis 13. Nein, ich hab eine verbesserte Armbrust. Nee. Die hat einen Zauber drauf. Jetzt, okay. Machen wir das ja hier. Schade eigentlich. Ich hätte gerne alle umsonst gekriegt. Hier ist auf dem Portal. Also, ja, habe ich schon angekriegt. Sehr gut. Da ist das. So, jetzt haben wir da eine Quest hin. Sieh an die Möbel nach, ja. Too dark to tell. I bet they're close. Watching us. Ja, die Fackeln sind nicht umsonst. Oh, der Händler hat jetzt auf jeden Fall ordentlich geschaut. Hier ist noch ein Händler drin. Ist das der so? Bin gerade auf dem Weg. Ach, nicht schon wieder der. So, das wird nichts. Check it out. Tiefling-Würmel. We've gone legitimate and Mol put die me hast, in charge. Oder? What do you need? Akrobatisch, Rüstungsklasse, naja. Tänzelnde Schuhe, Akrobatik plus 1 und Rüstungsklasse plus 1. Wenn der Träger im Kampf botet oder in ähnlichen Aktionen aus. Kosten nur 200, warum nicht? Ja, gegen meine, wa? Mhm. Wucht brauche ich ja nicht unbedingt. Braucht ihr irgendjemand anderes von uns hier? Meine? Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Ring und eine neue Rüstung. Busen vielleicht? Ja, du hast auch Pillow-Ringe eigentlich. David. Ich habe Ringe, die nichts wert sind, ja. Also keinen Effekt haben. Das ist ja vermutlich nur ein von sein, oder? Du kannst deine Ringe behalten, also Bewegungsrate ist eh sowieso besser für dich und Schadenswürfe brauchen wir auch nicht. Ja, sonst wüsstest du. Hat keine Ringe. Sonst okay. Weg, achso. Noch eine Ringe Robe oder eine Rüstung? Ne, hat er auch nicht. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Burning through our oil, but... Kannst bei mir reingucken, der Stream läuft ja noch, also. Der hat hier so einen Umhang, aber ich. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so cool. Ansonsten hat er Öle und halt so einen krassen Pfeil hier, aber. Was ist das für ein Pfeil? Sag mal. Pfeil des Humanoiden-Tötens. 12 bis 22, okay. Oh, aber für 180. 180 ist ja gar nichts, ehrlich gesagt, oder? Wir benutzen ja so schon die Pfeile nicht. Na, ich schon. Nicht viel. Also ich schon. Ich benutze die Pfeile meistens für den Fernkampf. Benutze erstmal die, die da hast. Mach ich doch die ganze Zeit, du Lapinus. Na gut, dann lassen wir es. Wenn der Jusen was will, dann ist Druck geschossen. Ja. Okay. So, darf ich mit der Eulen da quatschen? Tschüss. Dann nice. Cool, hier drin ist alles umsonst. Ich und am Saufen der Typ, Alter. Kaum guck ich rein, nur am Saufen. Was? Ne, hier, der wieder. Der macht zweitens. 6, schaffst du ja wohl. Klar schaff ich das. 19, 26, krass. Ja, die ganzen Wahrheits. Ja, so ein Wahrheitsserum hat es nicht reingeballert. So, dann müssen wir jetzt erstmal unsere Inventare wieder füllen hier. Und hier sind mit so vielen Leuten reden. Might be useful.
Paralyzing agent? Ah, komm, trink den Bums. I don't think we're quite so far gone. Okay. Bottoms up. Okay, sie trinkt nicht. Doch, sie trinkt auch. Nice. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. Nehmen wir mal den ganzen Tinnef hier hinten wieder mit. I speak from experience. As an air about you. Mal wieder ein bisschen kurz zurückholen, was wir jetzt an die Aussehen. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Quatsch, verirr mich nicht. Ich bin derselbe wie vorher. Piertensticker. Oder mach was du möchtest, aber viertens finde ich ganz cool. Gucken, ob das Schicksal uns gewogen ist. But a river can flood and break its banks. If the parasite changes you, tries to break you, could you resist? Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Catherick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. Digga, wir reden nicht mit dir zum ersten Mal heute. Commanding an army of the Absolute intent on destroying all the world. Ich schwöre. I put an arrow through his eye myself. Only to watch him pluck it out like a splinter. Ein krasser Motherfucker. Unser Zwerg ist vorhin in Lava gebaut. And chased us into the shadows. Unser Zwerg hat eine Tür eingetreten, Alter. Unser Zwerg ist Things looked hopeless. Ja, zum Glück kennen wir ja den Zombie-König Nummer 1, der alle wieder belebt. Du hast immer noch diese Tröte, oder? Ja, die habe ich you are that hope. Ey, wir haben immer noch die Ork-Power, Alter. Nice. Die dreier Ork-Power, die haben wir aber noch. Oh Mann, ich habe einen krassen Zwerg. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir die brauchen. Jetzt mit dem Zauberstab, wo ich einen Zauber als Standardangriff machen kann, der 48 Schaden machen kann. Protected by your artifact. You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Catherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Peila, du hast ja den Schild nicht rausgenommen gehabt. Pack ich dir mal rein. Jo, merci. I appreciate your enthusiasm. Just be sure it doesn't make you leap before you look. Infiltrate the towers, and Catherick's downfall begins. What's more, any cure starts with understanding the disease. Solltest du Jusen nochmal sagen, wenn wir aus dem Gespräch raus sind. Until then, we keep drinking wine when we meet. Ich dran denke. You're not our only secret weapon. Isabel. Sammelt da fleißig a faithful Beste. Cleric of Siluna, and a light in the darkness. Das ist ja David. She cast the moon shield around the inn. Ich unterstütze dich. It's the only reason we're still alive. In der Zeit mal Haus erlootet. So, und du sagst, ich hab ne coole Schuhe? Ich hab coole Schild. Heiler auf jeden Fall ein bisschen tankiger. Ja, auf jeden Fall. Lila Stab und lila Schild, Alter, ist schon Porno. Ich weiß nicht, ist die Rüstungsklasse wichtig? Ja.
Ja. Ja, aber jetzt mit der Rüstung, die ich habe, bin ich ziemlich krass runtergefallen. Ja, aber du hast trotzdem mehr Stärke. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das spielt, Jusen. Und dadurch, dass wir jetzt nichts Besseres haben, was eine schwere Rüstung wäre, mit einem guten Effekt, was dir mit eine größere Rüstungsklasse geben kann, macht das halt gerade am meisten Sinn. Gut, dann behalte ich das. Ja, du kannst auch deine Rüstung erstmal behalten und in die Truhe packen und gucken, wie es sich bei einem großen Fight spielt, ob du mehr Schaden kriegst oder nicht. Ach David, guck mal, du hast ja auch ein Schild. Was ich jetzt machen würde, könntest ist du mit Rüstung, dem Schild hier mehr die anfangen? Rüstung, die ich habe, werde ich jetzt erstmal kurz ins Lager bringen. In meine Kiste. Ich habe dir mal unten in die Kiste ein Schild reingepackt, David. Wollen wir mal gucken, der Wander gibt einen Effekt Heldenmut. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was dir so insgesamt denn in dem Fall mehr braucht. Ne? Gut. Und Alex ist noch fleißig am Sammeln. Oh jo, ich bin auch am Looten, ja. Da müssen wir nach weiter. Musst du jetzt unten so gut wie alle durch haben? Also am Wasser, ja? Hast du schon alle durch? Bitte? Am Wasser hast du schon alles... Nee, hast du ja nicht. Nee, ich bin nur am Haus hier lang gegangen. Ja, ich bin unten am Wasser, unter dem Haus. Last Light's best bargains, right here! Okay. Draußen steht eine krasse Olle mit einem... Magiekreis oder sowas. Heiler, ich habe einen Ring für dich gefunden. Ja. Wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Eis mit einem Durchmesser von 4 Meter im Zielbereich. Ich habe nur eine Kälte-Standard-Attacke. Sonst nix. Aber... Okay. Soll er mal hin? Als Ring? Naja, aber mein anderer Ring macht eine Donnerwelle als Effekt generell, was ich zaubern kann. Als Standardattacke. Naja, der andere Ring macht halt... Ach nee, ist bloß Giftschaden. Ja, okay. Gut, dann tausche ich. Dann mit dem Gift. Du willst dir mit Giftschaden? Oh, kommt noch kein Ring. Ich gehe mal in der Cutscene rein. Ich hab hier die. Ja, aber ich würde dir vorher noch mal ganz kurz ein paar Sachen in dein echte Meetings packen. Naja, schmeiß rein. Na, geh erstmal in die Cutscene usen, loot danach weiter. Ich hab hier auch noch viel zu looten. Sieht recht interessant aus. Hat nur mal irgendwie aufgefallen. Aber ich geh in die Cutscene. Heftiger Speer. Heftige Magie. Heftiger Mond. Mach gleich Taschendiebstahl bei dir. Der Speer ist weg, der wundert sich gar nicht. Hast einfach nur Bums ausgetauscht. Jetzt meiner. Wo ich den wohl verstecke. Kann dir mal zeigen, was ein richtiger Zauberspruch ist hier. I didn't realize I had an audience. Tja, ich kann mir anschleichen, Mäuschen. The true soul who's going to save us all. Soll auf jeden Fall nicht so eine große Fresse haben. Ich brauche mit meinem Zauberstab das immer hochstampfen und erzeug Feuerbälle. Was macht er? Die Ware, ne? Die uns alle retten wird? Ich rette hier Jakin. Bist du besoffen oder was? Die Banner. Obwohl 15 finde ich auch ganz gut. Einfach mal herabwürdigen, die Frau. Würde eigentlich zu Alex im Charakter passen. Aber. Oder viertens. Die Dinge sprechen sich schnell. Man macht doch, was du willst. Ich beuge mich der Demokratie. Ja. Das ist in Ordnung. I hear you and your tadpole jetzt will nichts, be our offense. Jetzt nichts, was mir da groß gefällt. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's
Aber jetzt keine Antwort, die mir spontan für meinen Charakter eingefallen wäre. Schwer gefallen, mich zu entscheiden. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Ja, das ist ja geil, Alex. Brauchst du keine Fackel mehr? Na, ich leuchte jetzt. Perfekt. Ja, aber du brauchst da unten keine Fackel mehr. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse. Erst recht für dich zum Anschleichen. But there are places it won't help. Nicht nur er, sondern places wir alle where the curse is darker, stronger. Was für eine Scheiße. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The harpers are trying to figure it out. Fick dich einfach hart. Hättest du mit dir reden müssen. Du Honk. Nee, Usenet hätte wieder verkackt. Ja, oh, und ich hätte es noch viel besser gemacht. Und jetzt, Alex? Ja, siehst du, ich gehe den Mittelweg. Darf leuchten. Leuchte, mein Funkelstern, leuchte. Catherick is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. Echt, Alter? While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Also ich muss sagen, seitdem wir die Spinne gekillt haben und uns hochgearbeitet haben, killen wir eigentlich ja alles weg. Doch, wir alle haben jetzt diesen Schild des Mondes. Nein. Ja, stimmt. Die ist, nein. Normalerweise hätte es Busse. Nein, nein. Jetzt kommt er, okay. Mal gucken, ob wir den als Verbündeten kriegen oder ob er... Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can eine Pause. Come with me. Marcus. Der kleine Rabe da ist angeflogen gekommen. Die Krähe. Ich sage, wir folgen dem geflügelten Monster. Isabel, kennt ihr diesen Mann? Ja. Informationen rauskitzeln. David ist halt voll der Detektiv. Okay. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Catherick alive. Was ist das Mädchen zu Kevin? Weisheit, scheiße, ich hätte mit ihm reden sollen. Ich hab auch dabei. Ich hab auch Weisheit ein bisschen. Redchen mit einer Kuh. Das ist auch nicht schlecht. Na, willst du denn versuchen, Alex? Risiko. Warum nicht? Ja, komm, aber spannend. 6. Nee, 6, komm. Also, Alex. Und 3. Und 1. 15. 16. Ich hab noch sogar einen Bonus für verbotenes Wissen. Die sollen sich nicht mit unserem Wurm im Körper anlegen. Wir sind viel stärker. Auch nicht mit unserem Zwerg, Alter. Der kann ja zu Völker ausrotten mit einem Mies. Ja, aber die Würmer in ihrem Kopf sind noch so klein, Jusen. Und unsere Würmer sind schon so groß. Ja, ja, ich stimmt schon. Ach so, der meint mit dem Mädchen, die neben mir. Ja, wir müssen ihn besiegen, glaube ich. Alex, hier ist eine Kuh, hier ist die Kuh, die diesen Ring hat, was wir vorhin ausprobiert hatten. Herzlichen Glückwunsch. Also wir müssten wahrscheinlich so oder so mit denen kämpfen. Dann kämpfen wir. Aber du bist ziemlich weit weg, oder David? Ja, dann glaube ich. Ist mir egal. Ich würde ihm sagen, schweig, und damit bricht, glaube ich, auch der Kampf aus, oder Alex? Na, schweigen heißt, dass ich schweige. Ach, okay. Deswegen so dünn geschrieben, ja? Genau. Also ich wäre für erstens, ehrlich gesagt. Ja, komm, gib den aufs Maul, Alter, den ziehen wir jetzt ab. Aber wir warten noch auf David. Also wenn wir das erste nehmen, dann kämpfen wir gegen den, ne? Ja, das ist der Plan, richtig. Okay, alles klar. Oder ist das nicht der Plan? Ihr seid ganz oben, wa? Ja, immer noch, ja. David, der Plan war doch jetzt, gegen den Dude da zu kämpfen, oder nicht? Ja, genau. Naja, die Frage ist aber, wenn David gegen die Kuh kämpfen will, dann müssten wir eigentlich gegen die Catherick hier kämpfen und uns Markus anschließen. Wenn wir gegen die alle hier kämpfen wollen. So, ganz ehrlich, meinst du? Ja, naja, klar. Die Kuh gehört ja zu der Eulen hier, die neben mir steht. Und der hier will die da entführen. Ach so. Aber sicher? Nicht, dass man die Kuh doch einfach schlachten kann, ohne dass hier alle ausrasten.
Boden. Mir ist es egal. Ich kann, wir kämpfen, können auch gegen den kämpfen. Na denn. Und ich speichere jetzt erstmal kurz, bevor ja, die. Genau. Ja, danke, ist, David. Ist eine gute Idee. Jawohl, mit einer Cutscene gespeichert. Ja. Ja. Wenn man es kann. Wenn man es kann. Dann sollst du jetzt aber Katze immer noch aussuchen. Also, ich will die Kuh haben auf jeden Fall. Okay, ja, dann machen wir das untere. Müssen wir jetzt Catrick nehmen, ja. Genau. You! You're one of them, aren't you? What fools you both are. Catherick will never give you whatever it is he's promised you. He already has. Time to go, Isabel. Oh, yes, ihr Flügel. Okay. Okay, was passiert? Demon King. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Okay. Schieß ich ab. Alles klar. Die gehen alle drauf. Das ist doch noch besser, die gehen alle drauf. Wir kriegen den Loot und die Kuh. Remember, Catherine wants her alive, no matter what. Was? Denk dran? Achso, ja, der ist jetzt. Ja, die sind alle unsere Verbündeten. Gleich, ja. Genau. Die Dämonen sind. Ja, ich kämpfe gegen die hier oben. Nice, dann kriegen wir die. Wollen wir das jetzt so machen, wie wir wollen? Hier unten leben noch alle, ne? Also, ich bin immer noch unten. Ja, dann töte die alle. Ja, alles was. Die sind freundlich. Achso. Ja, dann töte sie nicht. Na, kannst du auch mal auf die Kuh, kannst du auch mal auf die Kuh hauen. Du Dicke, ich muss die Kuh erstmal finden. Ich bin unten. Ich hab die Olle gleich getötet. Kuh ist draußen, da hinten im Stall. Sogar noch draußen, siehst du? Siehst du, der will die alle töten, ne? Oh, dann putzt du die Olle vor uns. Alter, der ist gar nicht mal so schlecht. Der will die lebend, ne? Die nicht töten, okay. Ja, die Isobel nicht töten, ja. Und wen soll ich da einmal? Weiß ich nicht. Na, da unten irgendjemanden, der mit dem gelben Ring drumrum. Okay, der da bemerkt ich. Beim gelben sind aber. Die böse gegen uns? Eigentlich bis jetzt nicht, ne. Wir sollen. Ich denke aber mal, dass wir so viele Zivilisten töten wie möglich, damit die dann mitkommt. Die Olle hier, die Isobel, ist die einzige, die jetzt feindlich gesonnen ist gegen uns. Und die will die ganzen Normalos hier beschützen. Das heißt, wir müssen die Normalos alle töten, damit die mitkommt, freiwillig. Das heißt, die grünen Dinger hier oben nicht angreifen, ja? Nein, die grünen Dinger nicht angreifen, ja, nein. Ja, ist zu spät. Warum greifst du denn was Grünes an? Na, weil Grün ich gedacht habe, wir kämpfen. Na, ich habe nicht nach oben geguckt und habe immer gedacht, dass die Viecher die Bösen sind. Nee. Ja. Kann jetzt machen. Kann man nicht machen. Wegen. You'll make excellent fertilizer. Okay. Hartes Loot. Hau so um. Also die mit dem gelben Ring ist okay, ja? Ja, die mit dem gelben Ring sollen wir töten, Alter. Okay. Für mich fühlt sich das so an, als hätten wir uns falsch entschieden. Aber... Ja, aber ich will die Kuh haben. Genau, das ist quasi der Sinn hinter der ganzen Sache hier. David, aber wer weiß, ob wir nicht die Kuh hätten so töten können, ohne dass die auf uns sauer sind. Das war ja die Frage. Ja, aber hätten wir das ja andersrum erstmal ausprobieren sollen als jetzt so rum, aber ist ja egal. Denke ich mir auch, aber jetzt haben wir uns dafür entschieden. Wir können dann ja wären die Dämonen gekommen, dann hätten wir die Dämonen töten müssen wahrscheinlich. Ja, aber wir müssen doch gerade die Dämonen, also die roten Leute töten. Nein, die Dämonen sind ja unsere Verbündeten Mond gerade. Richtig. Aber die heißen die, die Menschen, die hier sind. Die, also ihr meint die geflügelten Hakenschrecken. Ja, das sind unsere, ja, die sind oben grün. Ja, das weiß ich.
Aber das sind keine Dämonen. Was war dann? Hey, dann sind es geflügelte Hakenschrecken. Ja. Ja, weil wenn du Dämonen sagst, guck dir mal die geflügelten Hakenschrecken an und guck dir mal die Roten mit ihren Hörnern an, könnte man denken, das sind beides Dämonen. Was meint man, wenn man Dämonen sagt? Meint man die oder die? Aber so oder so sind es unsere Verbündeten. Ja, das weiß ich, das ist logisch, aber man kann ja auch sagen, wir greifen mal unsere Verbündeten an und löschen die noch hinterrücks aus oder so. Und wenn man nur Dämonen sagt, kann man trotzdem verstehen, dass es vielleicht beide Sachen sein können. Aber na gut. Ist auch nur der Marcus, der so krass ist von denen. Also die Hakenschrecken hier, die sind glaube ich nicht so krass. Die hätten wir locker platt gekriegt. Gerade mit den Verbündeten hier. Die auch sehr stark sind. Ja. Schon gut, ja. Alter. Achso, an dem Typen hast du nur 6 Schaden gemacht. Du hast dann im Haus 60 Schaden gemacht und dann dem Typen 6. Ein Flächenangriff, Digga. Ja. Böse, was den Falschen angegriffen. Ich hab gar keinen angegriffen, ich bin da gar nicht dran. Achso, okay. Nee, sorry. Sieht so aus wie du da unten. Ich meine, in diesem, die Kamera irgendwie hier zu positionieren in diesen kleinen Feldern des kleinen Hauses ist echt schwer, Alter. Jetzt ist Jusen dran. Jo, die Kamera ist voll auf dich, Jusen. Wir sind jetzt alle auf dich fixiert. Liefer. Hinter dir ist ein Panther, den kannst du angreifen. Panther? Mhm. Ja, direkt neben dir. Rechts, das schwarze Ding da, was so katzenartig aussieht. Genau, das schwarze. Komm mal drauf. Ja, weil es schwarz ist. Nein. Ja. War lustig. Lass es. So, heilt die sich jetzt hier nochmal, oder? Aha. Na, fick dich doch. Kannst du gar nichts. Sollen ja alle töten, ne? Ja. Alle gelben sollen sterben, ja. Im besten Falle sollen alle gelben sterben, ja. Die geht jetzt aufs Dach, die Olle. Na los. Ich glaube aber nicht, dass wir, auch wenn nach diesem Kampf uns das Ende nicht gefällt, wir den nochmal machen. Sonst müssen wir den nochmal neu starten und danach speichern und aufhören. Noch einen neuen Speicherplatz nehmen, dann können wir nächstes Mal immer noch überlegen, ob wir neu schauen. Ja, okay, hast du auch recht. Alter. Alter. Ich glaube, der übelst auf den ein. Aber es ist gut, dass wir immer noch den Segen haben von der Ollen, wenn wir die jetzt hintergangen haben. Drück am besten oben aufs Bild. Ja, aber wir sind gerade nicht im Schattengebiet, von daher kann ich es jetzt nicht beurteilen. Nee, ich meinte jetzt aber, ist es krass, dass wir immer noch den Segen von ihr haben, obwohl wir die jetzt gerade verraten haben. Achso, okay. Also die hätte, okay, normalerweise löst sich ja so ein Segen auf. Wenn du, wenn sie stirbt. Sie müsste es manuell selber, sag ich mal, den sprechen. Ja, genau. Das wäre. Aber sie ist ja gleich im Angriffsmodus. Junge versteht das nicht. Na doch, ich verstehe schon, aber ich kann auch verstehen, warum es noch nicht passiert ist. Also weg. Ja, mal ein Panther tot. Ich
Ich sag das so leicht. Naja, hau die Katze weg da. So nun. Blöde Mietzutatze. Na. Ja, oder mein Nahkampf kann nur bis höchstens 15 abziehen. Ja, muss jetzt weh. Ja, machst du einen Crit? Nee. Oder auch nicht. Macht er nicht, nee. Da noch zwei Dudes neben dir, die klären das schon. So. Ach, die hat wieder einen Fehlschlag gemacht. Jetzt hat sie mich weggeschubst. Aber warum ist sie rot und die anderen gelb? Was soll ich hinterher? Gerade ist gut. Gerade ist gut. Die ist auf dem Dach. Schubst sie runter. Sie fällt doch da durchs Dach, Junge. Schubst sie doch runter. Ach, jetzt wieder voll leben, weil die sich zurückgewandt hat. Ach Gottchen. So, töten darf ich die ja nicht. Lauf einfach an sie ran. Obwohl, nee, wenn du wegläufst, dann ist ja wieder Schaden. Na, soll ich mal probieren, was passiert, wenn ich die auf 0 mache? Aber kannst du sie nicht vielleicht betäuben oder sowas? Nee, wir haben ja gerade von zweimal gesagt, dass sie nicht sterben soll. Ja, deswegen, aber betäubst du irgendwie, wenn es geht? Na, kann ich ja nicht. Die Frage ist ja, wird dann der Kampf automatisch abgebrochen, wenn ich die quasi töten würde? Weißt du, dass sie dann sind bewusstlos wird in der Cutscene? Dann sind die wahrscheinlich alle sauer auf uns. Das kann ich mir nur vorstellen. Entweder probierst du, wir probieren es nochmal neu und greifen dann die Dämonen an, oder? Ich verstehe denn die Aussage generell gerade eigentlich nicht. Also wenn du die da angreifst, dann greifst du nicht an, lauf durch die Tür raus, mach die Doppeltüren zu und greif nach unten auf andere Gegner an, oder was ist jetzt hier das Problem? Das kannst du auch machen, ja. Die Frage war ja gerade, ob ich den Kampf beenden kann. Das war mein Gedankengang. Nee, kannst du ja nicht. Die sind doch wahrscheinlich einfach sauer auf uns und greifen uns dann an, wenn du jetzt die tötest. Warum? Die gehört doch zu den Gelben, oder nicht? Die mit dem roten Ring. Ja, aber du hast die Quest vorhin nicht mitbekommen. Er will sie entführen und das bringt ja jetzt nichts, wenn wir sie töten. Dann ist er sauer auf uns und dann greifen die uns gleich alle an. Naja, dann hatte ich ja gerade recht. Dann sollte Alex durch die Doppeltüren durchgehen, die Türen zumachen und nach unten angreifen und die ignorieren, was sie hier tut. Genau, und mein Gedankengang war, dass der Kampf automatisch abbricht, wenn die auf 0 fällt und die sowas wie bewusstlos wird in der Cutscene. Naja, klar. Dass die nicht stirbt. Ja, genau. Ist ja denn logisch, von dem, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube nicht. Aber dafür müsste ich die halt jetzt... Die sind sauer. Genau, das ist jetzt die Frage. Stirbt sie, wenn ich die auf 0 bringe, oder bricht der Kampf quasi ab und wir beginnen eine Cutscene, wo die bewusstlos wird? Ich glaube, sie stirbt und es beginnt eine Cutscene. Oder sie stirbt. Aber nicht mit, dass sie noch lebt, sondern dass sie tot ist und er sauer ist. Ja, oder sie stirbt einfach und alle hassen uns. Wir müssen gegen alle kämpfen. Ja, ich glaube auch, dass wir dann gegen alle kämpfen müssen. Ich würde die anderen erstmal noch ein bisschen Schaden machen an die und die können wir ja als letztes töten. Weißt du? Ja, die Frage vorhin war wirklich noch, auf welche Seite stellen wir uns? Und jetzt sind wir schon wieder, wir töten alle. Ja, genau. Aber Leute. Der ist komplett vorbei dann. Super. Wir töten einfach alle. Erinnert mich ein bisschen an, Guck, sie lebt noch. An Gothic mit der Kuppel. Sind wir Gothic? So gut, dass wir den Segen haben. Isabel! No! Siehst du, die hat ja nicht mitgekriegt, dass wir das waren. Nine Hells happened! Hat sie nicht. Ich bin irgendwie. Ja, muss ich auch, du machst jetzt schon hier. Wie kannst du die Antwort, Alter? Das ist noch nicht die beste Antwort. Das ist echt ultra gemein. Leute. You wretch! You think you had my trust? Ohne Witz, jetzt will ich die Szene nochmal spielen und nochmal spielen, um die anderen zwei Wege noch zu kennen. We must cleanse. Oh, Drache. Hark. Something stirs.
Ey, sie hat alles vergessen, Alter. Nee, da kommen Schatten, glaube ich, gleich. Überall, ja. Oh, der tanzt. Geil. Dance, dance, dance with somebody. Dance, dance. Sein Pokerface. Ja, Pokerface. Ja. Pokerface. It's happening. They'll all be taken by the shadows. Only by the grace of Isabel's spell will we be spared the same fate. For a little while longer, you and I are destined to fight side by side. But if the shades don't take you, I have the next claim on your head. Versuch's doch. Ich hab eine Fackel, was ist das Problem? Neugierig, wie du das machen willst. Ich finde das bloß lustig, dass wir uns durch diese Mission... Oh, okay. Alter! Hätten wir mal gewartet, bis die Dämonen die alle getötet hätten und dann... Aber ich finde das lustig, weißt du, die Mission, wir sagen erst der einen seid okay, dann wieder der anderen. Dann wieder der anderen, dann wieder der anderen. Dann wieder der anderen, dann entscheiden wir uns für die andere und jetzt schlägt uns noch die andere von der anderen aufs Maul. Ja. Ist doch der Wahnsinn. Hammer. Wir hätten jetzt alle erst die Kuh töten müssen. Ich glaube, das ist das Ding. Ja, ich glaube auch. David hatte da recht. Krimineller. Ich bin inspiriert, weil ich kriminell war. Aber mal ohne Witz, das sind jetzt hier 20 Gegner. Na, nee. Die anderen, die sind nur die Roten. Die anderen, die sind nicht sauer auf uns. Die Gelben. Die beobachten uns. Okay, aber machen wir den Kampf jetzt noch zu Ende, ja, obwohl es gleich 21 1, 2, Uhr ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind 10. Nein, weil alles gut. Aber ich wollte euch nur mal zeigen, wenn ich meinen Charakter ausspiele im Kriminellen, ja, kriege ich eine Inspiration. Wow. Digga, wir sind auch mega stolz auf dich. Ey, ich habe nie gesagt, dass das wertvoll für die Gruppe ist, ne? Wow. Aber da stimmen wir mit ein. Alter! Da sind eine Menge Sturm gerade. Ja, die zimmert ordentlich rein, die Blonde, die wir jetzt zum Glück auf unserer Seite haben. Darf ich sie töten? Nee? Die kämpft ja. Die greift ja die Roten an, warum solltest du die töten? Warum nicht? Ja, weil sie gelb ist und die Roten angreift. Anstatt David zum Beispiel anzugreifen. Ja, aber Alter, Mann, so eine Zauber. Alter. Was ist denn eine Zauberstufe 5 oder 6? Keine Ahnung, wie weit das hier geht in dem Spiel. Die ist schon krass, anscheinend. Die ist Stufe 8. Stufe 8, halb hoch, elf. Ja, schön. Ja, beim Singleplayer könnten wir die bestimmt auf unsere Seite kriegen. Wir können sie auch noch beim nächsten Mal auf unsere Seite kriegen. Wir spielen jetzt einfach so. Ich glaube, die geht nicht mehr auf unsere Seite. Ich glaube nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr, aber wenn wir neu laden beim nächsten Mal. Wie oft wird es noch an jemanden vorbeilaufen, Jus? Ich bin angeschossen. 15, Alter, guck mal. Der Kampf hat sich gelohnt. Wow, du bist an zwei vorbeigelaufen, um 15 Schaden zu machen. Du hättest den einen auch töten können. Nope. Alle ein bisschen Damage machen. Wird von allen einmal gehauen lösen. Werden. Überleg nicht weiter. Komm. Okay, super, ich mach schon. Einfach so ein Quatschspiel zum Schluss, ey, wirklich. Ja. Mal irgendwie draufhauen, wir machen das schon. Aber ich fand's witzig, muss ich sagen. Vor allem, dass ich inspiriert wurde. Das war echt das Geilste heute. Ich muss krimineller werden an dem Spiel. Ich bin noch zu lieb. Mach das in deinem Solo-Spiel. Da willst du auch der Liebe sein. Ach, und ich hab den Hund umgebracht. 1, 2, 3, 4, 5 Leute stehen um mich rum. Ich glaube, ich hab jetzt mal so einen guten Karten. Guck mal, die sind alle gestorben, jetzt sind sie alle böse. Ja, jetzt lassen uns alle. Also auf alle einfach Angriff, okay. Naja, dann mach ich einfach mal einen Doppelschlag auf die beiden, oder was? Klar, und beide überleben. Na klar. So, einer tot. Kann dir auch einen Zauber geben, dass du nicht angegriffen werden kannst. Dann kannst du dich erstmal in Ruhe hochheilen. Sondern mach erstmal Schaden.
gebe ich den in der Nah. Ich habe hier einen Fettfilm hingemacht. Kann den vielleicht einer entzünden? Nö. Schön. Dann mache ich das in der nächsten Runde, wenn es denn noch Sinn macht. Ich habe mich nicht bewegen dürfen. Guck mal, die ist ja jetzt auch noch dran. Was macht die jetzt? Oh, die ist ein Panther geworden. Ist ja auch mal Schaden machen können, die Olle. Wäre aber gut, wenn Guseman in unsere Richtung kommen würde. Anstatt Guseman gegen den einen da in der Hütte. Und hier draußen stehen nur... Dann hauen weg. Ja. Hier draußen stehen nur 7 oder 8 Leute. Ja klar, kriegen wir hin. Die Tragekapazität ist sogar verdoppelt durch das eine Item, was er bekommen hat. Wir sind jetzt das Lastenschwein. Alter! Jusen, kannst du noch einen Molotov-Cocktail werfen oder sowas? Nope. Gleich nochmal. Wird das jetzt lustig? Ja, dann in der Timot. Dass er jetzt so 460 tragen kann. Na, das Stärke-Item, das ist eine Rüstung. Ach so. Stärke heißt mehr Rüstung und dadurch, dass er jetzt Stärke hat. Alter, bei 19 Stärke kann er 460 tragen, Alter. Ist krass, ne? Nee, der Effekt heißt Bullenstärke, dadurch ist sein Dings verdoppelt. Ach so. Aber ich habe Bullenstärke noch nicht eingesetzt. Den hast du auch schon die ganze Zeit. Ah, okay. Das ist ein permanent Ding, okay. Ja, geil. Ja, das ist nochmal eine richtig krasse Rüstung, Alter. Also, Jusen ist jetzt das Lastenschwein. Ja, eigentlich schon wie vorher. Nur jetzt ist einmal noch überall Rang. So, David, machst du einfach mal uns alle tot jetzt mit so einem riesen krassen Eiszauber wie die eben? Und dann kaufst du uns alle wieder im Lager. Achso. Seid ihr schon alle tot? Achso, Peiler ist das, der da hinten steht. Genau, mach mal so einen riesen Flächenangriff einfach. Töte uns einfach alle. Hör ich nicht mehr. Man hört nicht auf ihn, der ist wahnsinnig. Ja! Ich kann Öl des Brandstifters machen, warte mal. Kann ich das? Warte, bevor du das machst, warte. Ja. Ich mach hier noch eine Ölfläche. Nice. Und dann hau drauf da. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das im Brat gesteckt wird, aber ich gucke. Wollte. Kann aber einer mal einen Brand stecken, dann brennen beide wirklich. Denn Licht macht's auch nicht. Gut, David. Jusen. Du mir jetzt meine Bonus-Aktion. Du bist ja jetzt dran, ne? Ach nicht, nee. Wieso? Okay. Ich hab nur Mondstrahl. Aber dann schmeiß mal hier die. Achso, ne, ich hab das Ding ja jetzt. Ja. Die Alchemie. Feuer. Bitte hier auf diese Flächen. Du stehst da ja schon super. Du stehst da super. Schmeißt du mal. Bitte. Molotov so Richtung Panther oder Alex. Genau. Ja, da so. Genau auf dem Panther. Sein. Genau, einfach dahin. Das habe ich dir da reingepackt, diese Feuerdinger. Genau, einfach dahin. Genau, so muss das. Alter, 230 EP. Ja, das war krass, ja. Da ging gut was ab. Ja, ich muss sowas. Der Fettfilm bringt's. Guck mal, wir haben alle überlebt hier. Ja, das wären aber auch nie weniger hier. Nö. Ja. Alter, da hinten kommen ja noch mehr. Habt ihr die noch nicht mitbekommen? Das habe ich euch doch vorhin gesagt, dass da nochmal 5 kommen. Nach den anderen, die wir schon hatten. Das habe ich überhört. Ah, okay. Aber schön. Oh, okay. Fand ich lustig, dass ihr denkt, wir haben hier in der Mitte alle unter Kontrolle und da kommen nochmal 5-6 Leute nach. Ja, guck mal, alle Fehlschlag hier. Bis jetzt noch 4 nach. Ich sag nicht, dass wir das nicht schaffen, aber. Ich sag, dass wir das nicht schaffen, glaube ich. Ja, aber. War jetzt zum Ende just for fun und beim nächsten Stream, in der nächsten Folge auch bei YouTube. Wenn ihr noch wollt, checkt SMG präsentiert aus bei YouTube. Da seht ihr noch mehr Shit von uns. Und genau. Wie wir hier Blödsinn machen. Oh, ich bin halt erst mal wieder down. So. Ja, jetzt geht's auch.
immer auf ja, den Zwerg. Hinter mir auch. Guck mal, hinter mir kommen so eine Tentakel. Immer auf den Zwerg, Junge. Bin ich tot? Jetzt macht er erstmal den Eulenbär hier. Ich mach noch mehr Feuer. Packt er den Eulenbär aus. Gut, das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis du tot bist, oder, David? Ich lebe auch noch. Ich auch. Ja, ja. Was ist hier? Jetzt nicht mehr. Dass du den nicht erst wegklatschen kannst. Wo, wo rennst du denn hin? Ich hab aus Versehen was gedrückt, hä? Ja. Na, weil ich dich gebufft hab und dann warst du auf einmal dran und dann hast du irgendwo hingedrückt. Ich hab einfach aus Versehen irgendwas gedrückt. Das ist geil, ne? Man kann ja so viele verschiedene Sachen drücken, außer an der Maus. Ich bin so überfordert, ich drück einfach irgendwas. Ich weiß, es gibt zwei Tasten, Mausrad und die Bewegung. Ist zu viel. Das ist mir zu viel. Alter, ich hau die jetzt hier noch alle. Wir wollen doch nicht von ihr flüchten. Bleibt hier im Feuer mit mir. Bleibt hier im Feuer mit mir. Alter, hat der mir den Arsch gehauen? Oder? Ja, die hauen dich jetzt kaputt. Der kriegt jetzt erstmal hier einen Zerbersten. Also ich bin gleich wirklich tot. Alter, wenn die Olle stirbt, dann haben wir ein Problem, ne? Ja, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Wir haben jetzt schon ein richtiges Problem. Nee, bis jetzt war der nur alle Low Level, aber jetzt kommt die Olle mit ihrem krassen Zauber. Wollen wir das jetzt hier wirklich noch ausspielen? Okay. Ich spiele gar nicht mehr. Ja, das ist mir klar. Ich liege da am Feuer. Ich kann da auch nicht mehr viel spielen. Aber wir sollen hier inmitten irgendeinem Feuer, sollen wir mit irgendjemandem reden, also. Ist doch jetzt ein Scherz, oder? Guck mal auf die Karte, da ist die Quest. Sprich mit Damon. Kann ich hier nicht meine Attacke einsetzen? Schlagen mich alle. Okay, ja, dann mach ich nichts. Dann mach ich nichts. Ich stampf doch mal. Ich hab grad schon gestampft. Oh. Dann brüll. Oder pfeif. Oder quiek. Wenn mich so viele umsingeln, bin ich einfach tot. Nein, ich nur drei Leben. Ich bin mal der Eulenbär dahin. Ha, Pallas hat zweites Haus. Oh, scheiße. Aha! Ausgewichen! Oh. Alter, was kommt denn da noch? Jo! Okay, dann wissen wir schon mal beim nächsten Mal Bescheid, Leute. Hier kommen noch Tentakeln also, aus dem Boden mit 48 Leben. Okay, also dann sollten wir lieber diese paar Flügeldämonen da weghauen und schon. Genau. Ja, da dann am Ende die Panik zu machen beim nächsten Mal, Alter. Aber jetzt ich meine, wir haben uns ja auch gegenseitig Schaden gemacht. Das war ja so Spaß und so, aber trotzdem, das ist heftig. Ja, was auch wenn wir alles voll drin konzentriert in den Kampf gegangen wären, die ganzen Tentakeln, die Riesententakel noch dazu. Ich glaube, das werden auch also nicht mehr weniger. Wir haben uns einfach, wir haben einfach die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Das ist jetzt hier. Ja, dann machen wir den Typen nächste Mal platt und dann greifen wir die Kuh an, genau. Und gucken, ob wir die vielleicht. Ja, erst den Dämon, sag ich mal. Genau, und dann halt die Kuh. Ja. Na, ich kümmere mich ja dann oben um den geflügelten Typen mit der Eule. Vielleicht kannst du die Kuh auch geheim töten. Ja, das schaffe ich schon irgendwie. Ich töte die Kuh für dich, du kriegst den Ring noch. Naja, dann machen wir es so, meine Lieben. Dann verabschieden wir uns hier an der Stelle bei euch. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, wenn ihr nachgeguckt habt. Sonst guckt gerne bei SMG präsentiert bei YouTube vorbei. Das wird dann so vielleicht in 2 Wochen auf dem YouTube-Kanal mal irgendwann veröffentlicht, weil wir so viel Material haben. Und dann schauen wir mal weiter an dieser Stelle. Und ich glaube, wir werden uns hier anders entscheiden, als wir es gerade getan haben. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und munter.
Und dann sagen wir bye-bye oder was, Leute? Yo, bye-bye, bis ich sterbe. Hier noch die Action. Ich bin wieder auf die Fresse. Ja, geht hier noch richtig los. Alter! Alles klar. Alter! Ja, okay. Da war das Spiel vorbei. Haut da rein, meine Lieben. Wir sagen also tschüss. Habt ihr gerade die Attacke gesehen von dem Vieh? Ja. Ja. Einfach explodiert. Haben wir doch mit drauf. Einfach alle Stacheln. Alter, wir müssen alles dafür geben, dass diese Kuppe am Leben bleibt, Alter. Na gut. Haut da rein. Das wird ein Short. Dann schneid einen raus. Na dann, bye-bye, meine Lieben. Jo, nur kannst du ja machen, ist ja kein Thema. Ja, okay. Dann sag doch mal tschüss und dann ciao. Ciao, bye, tschüss.